Ja, hallo und willkommen zurück hier zu Let's Play die Gilde 2 Gold Edition Seeräuber der Hanse. Ja, die Dynastie Gildenau begrüßt euch hier in Danzig zu einer weiteren Folge. Ja, und bei uns rollt der Rubel so langsam, ne, mit unseren drei Betrieben, mit unserer Waffenschmiede, mit der Kirche und mit der Bäckerei sind wir gut am Start. Der Vincent hat beim letzten Mal geheiratet und verbringt gerade die Hochzeitsnacht. Die Rechtsprechung wurde geändert. Das ist toll. In London, mein Gott, das interessiert doch niemand. So, die Anne hält hier eine kleine Bekehrungsaktion hier auf dem Marktplatz. Man sieht, da ist einiges los. Ich bin mal gespannt, was es bringt. Aktuell haben wir 52% Katholiken. Also wir haben hier wieder die Wende hingekriegt. Ne? Wir waren ja schon bei 46% unten. Aber aktuell sieht es gut aus. Wer bist du? Ah, der ist von der Konkurrenz, ja genau, der macht hier saubere Bekehrung für die Protestanten, aber dem hört keiner zu. Das finde ich sehr sympathisch, also die sind alle lieber an Annes Lippen festgehangen. Ja, soll mir recht sein und wir haben beim letzten Mal noch gehört, dass hier schon wieder die Ressourcen weg sind, ne? Das ist sehr schlecht. Deswegen würde ich sagen, wo soll's hingehen? Zum Markt bitte, wir müssen jetzt erst mal ein bisschen Kohle machen. So, wie sieht's da oben aus? Da haben wir jede Menge Brötchen am Start, das ist okay. So, verkaufst du mal bitte den ganzen Schmorn. Der Karren rollt. Jawohl. Du gehst bitte wieder zum Arbeiten. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Ja, das ist schön. Du bist aber auch alt geworden. So, hier wird schon wieder... Ah, hier sehen wir gerade die Ersten, die quasi gewechselt sind. Dann müsste sich das gleich direkt auswirken. 53% Katholiken, genau, sehr gut. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau, ich wollte ja... Feierabend? Was ist das? Ich wollte skillen. So, Anne. Nun? Rhetorik kann ich nicht skillen. Mist, Charisma. Jawoll. Nun? Welches Level bist du jetzt? Level 4. Oh, du meinst Level 4? Ja, Level 4, genau. Zack, vorbildliche Eltern. Hier bin ich. Hobby ist Level 5, kann noch nicht skillen. Hopfen und Malz, Gott erhalt. Genau. So, was kriegst du noch? Ein bisschen Handwerkskunst kriegst du noch, so. Geschicklichkeit kriegst du auch noch selbst. Also Vincent ist jetzt auch schon Level 5, ne? Und das mit 24, also das finde ich schon mal beachtlich. So, du tust auch mal vorbildliche Eltern hier. Das läuft. Das läuft, sehr schön. Der ist liberal, der Vincent. War der nicht mal... Naja, okay. Ich dachte, der war ein Level Gottes besser. Gottes Schutz ist vorüber. Was? Gottes Schutz ist vorüber? Das sehen wir nicht kennen. In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Na schön. So, das drücken wir mal alles weg. Diese ganzen Meldungen. Man kriegt hier für jeden Scheiß eine Meldung. Halt, Schmarrn, was mache ich denn? Du sollst... Genau, du nimmst das Zeug noch mit. Okay, also da ist der Preisverfall nicht so hoch offenbar bei diesen Gerstenbroten. Da haben wir 27 auf dem Markt. Der Preis ist immer noch top. Ja, dann würde ich sagen... Der Karren knarrt. Ja, schade. Immer nur Arbeit. Du düst mal da runter. Und auf dem Markt haben wir unseren Transportkarren von der Schmiede. So... Wird gleich eingekauft. Zurück bitte abladen. Schaut mal hier, 12.000 Hammer, oder? In vino vere. Cui bono? Cui bono, genau. Du dabbelst jetzt hier bitte zurück zur Kirche, weil du musst gleich Predigt halten. In einem Kontor werden Lebensmittel günstig feilgeboten. 54% Katholiken, sehr gut. Ist mir wurscht, ob da Lebensmittel günstig sind. Ist mir völlig egal. Hä? So, du, Hobby, tust du mal mitarbeiten hier, bitte. Danke. Auf, ans Werk. Ans Werk, genau. Euch wurde ein Sohn geboren. Hurra, ein Sohn, endlich. Endlich ein Sohn. Wo soll's hingehen? Wie heißt er denn? Craft, oh mein Gott. Okay. Ich hätte ihn Minecraft nennen sollen. Errare humanum est. So, hier gibt's dann gleich wieder eine Predigt in knapp einer Stunde. Wer geht hier spazieren? Die Angelika. 15 Jahre ist die schon alt. Patronin, aber die hat auch schon gut gelevelt, ne? Nicht schlecht. So, was macht die Politik? Was gab's hier Neues?
Ah ja, der kleine Peter hat sich offenbar nicht durchgesetzt. Und hier sind wir noch Meister Nöldig hier am Start. Oh, die hat's nicht leicht. Da bewerben sich ganz schön viele Leute drauf. Bürger Leonard Kroski. Isabella Kroski, hast du jetzt geheiratet eigentlich? Doch, tatsächlich, die hat den Domin gefunden, nachdem es mit dem Vincent nicht geklappt hat. Schade aber auch, ne? So ein Pech. So. Cogito ergo sum, genau. Predigt. Auf geht's. So, und da kommen auch schon die Ersten. Oder der Erste, besser gesagt. Hallo, kommt da sonst noch jemand? Naja, ich meine, wir haben hier 100 Hostien am Start, also das soll das mal reichen. Ah, jetzt kommt die ganze Bagage so langsam eingetrudelt. So ist recht. Ja, was machen wir denn mit unserer Kohle, Leute, hm? Was machen wir denn mit der Kohle? Vielleicht einen bestehenden Betrieb kaufen, das wäre eine Überlegung wert. Was ist die Parfümerie? Was kostet es? 17.000, schwierig. Schneiderei. Nichts im Lager. Was kostet? Die könnten wir uns kaufen. Ach ja. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Warum nicht? Kaufen wir uns den Blödsinn. Bauernkleidung. Zuerst mal wieder das Tempo ein bisschen rausnehmen. Das ist schon alles aufgewertet oder fast alles. Dann wollen wir hier was komplett ausbauen. Feuerschutz. Passt. So, Gebäudestufen. Wir könnten sogar schon upgraden, aber dann ist die Kohle weg. Nee, geht gar nicht. Lass doch mal konsolidieren hier. Erstmal konsolidieren. Das Zeug fliegt raus. Wolldecken fliegen auch raus. So, du verkaufst den Scheiß. Ich eile. Du bist Rosis Rosinenbrote. Rosis Rosinenbrote, wer lässt sich so einen Namen einfallen? Das ist saustark, oder? Saustark, echt. Rosis Rosinenbrote. Bin sofort da. So, wie sieht's hier im Lager aus? Ja, wir brauchen Leder, Mensch. Leder und Eisen. Oh, das Zeug geht raus wie nix. Die verkauft Weizen. Ja, Weizen brauche ich nicht. Wo soll's hingehen? Warte mal hier. Nimm mal die Helme mit und... Nee, sorry, die verkaufe ich nicht. Verdienen wir zu wenig. Hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Jetzt fotzt dann gleich, oh. Ich glaube, ich spinn. das habe ich auch noch nie gehört. Das dauert nicht lange. Hör doch mal auf, mich ständig anzuklicken. Jetzt sitze ich. Ich bin hier der Chef, gell? Pass bloß auf. Ich bin der mit der Kohle, der mit dem Geldbeutel. Doch, jetzt geht aber einiges. Jetzt kloppen sie wieder die... Genau, schau euch das mal an. Die snacken mir die Hostien weg. Wie nix. Ja, brav sind sie. Sehr gut. Gebetstempel füllt sich langsam. Ah, Mensch, Eisen. Okay, jetzt kam auch ein bisschen Leder dazu. Das ist schön. So. Uff, genau. Du tust du mal abladen und kehrst zurück. Und der andere. Was brauche ich? Ich hab nicht geschaut. Was brauche ich denn? Schneiderei. Wolle. Tuch kann ich selber machen. Und Eisen. Nee, Eisen, okay. Wolle kriegen wir vom Bauernhof. Kaufen wir erstmal Eisen, oder? Meine Füße tun weh. Ja, mir auch, meine auch. Bin sofort da. Meine Füße tun weh, oh. Der Tag ist gleich schon wieder rum. Ist ja Wahnsinn. 6.800, wie sehen wir denn generell aus vom Vermögen her? Bei mir her? Wird gewissenhaft gearbeitet. Fast 58.000 Vermögen. Ja, so langsam geht's, ne? Können wir uns nicht beschweren. Es ging uns schon mal schlechter. Deutlich sogar. So, und heute, Freunde, heute ist jetzt natürlich die Gerichtsverhandlung. Dürfen wir nicht vergessen. Wir schauen nochmal, wann ist denn das genau? Um 9 Uhr, okay. Also, Vincent, pass auf. Um 9 Uhr hast du deinen großen Auftritt. Nicht verpassen. Ganz dringend. Nicht verpassen. Ich eile. Ich eile, ich auch. So.
So, haben hier die Kekse und Gerstenbrot. Was ist das hier? Weizenbrot. Ja, wir haben kein Fett. Fett kriegt man auch am Bauernhof. Aber wir brauchen den Bauernhof. Aber den können wir uns nicht leisten. Der ist viel zu teuer. 24.000 und gute Nacht. Das können wir sauber sticken. Wer bist du? Achso, zum Stoffballen. Okay. Ja, Wolle brauchen wir. Mein Gott, ist das teuer? 23, weißt du was, du kannst mich gern haben. Wo soll's hingehen? Du fährst bitte dahin. Ich eile. Mit der haben wir keinen Stress, oder? Patricia Reinhard Bürth, mit dem haben wir keinen Stress. Ich hoffe nicht. Ich schaue sicherheitshalber nach. Nee, doch nicht. Reinhard Bürth, Feinde, komm. Nöldeke, Bahnmann. Nöldeke, nee, okay. Keine Probleme. Ach Mist, ich wollte mir ja noch das Ding anschauen, gell? Diese diplomatischen Beziehungen, das ist ja wieder blöd von mir. Hä? Genau, die hält immer noch hier ihre Predigt. Ach, ja, komm. Den Hobby lassen wir jetzt mal ein bisschen arbeiten. Ne, wobei, das will ich jetzt wissen. Was ist das? Auf, ans Werk. Das will ich jetzt wissen. Der düst nach Hause, dann probieren wir das. Auf, ans Werk. Diesen politischen Beziehungen aus. Ich hab's ja versprochen beim letzten Mal. Also, was man verspricht, sollte man halten. Ansonsten vergesse ich's bloß wieder. Was macht denn der jetzt? Achso, das ist gar nicht unsere. Ich hab schon gedacht, das ist unsere. Da kommt unsere, genau. Handkarren. Jetzt. Bin schon unterwegs. Du hast eine interessante Wegfindung, du, echt? Das dauert nicht lang. Dauert nicht lang, ja, finde ich auch. So, jetzt pass auf, wir kaufen hier Wolle ohne Ende. 40 Mal, genau. Und dann düst du daher und lädst den Scheiß ab. Bin schon unterwegs. So, wir haben immer noch 4000. So musstet. So musstet, Leute. Jemand fordert Schutzgeld von euch. What? Ist der verrückt? Kleinpeter fordert, Gebäudewaffenschmiede Schutzgeld zu zahlen. Du kannst mich gern haben. Niemals! Es gibt kein Schutzgeld, du Lappen. So, göttlicher Segen, verstehst? Und schon ist vorbei mit deinem Schutzgeld. Kannst du sonst wohin stecken, dein blödes Schutzgeld? Jetzt ärgert er sich bestimmt. Wenn ihm sein ganzes Schutzgeld nichts bringt. Uff. So, wir produzieren gar keine Dolche mehr, gell? Ja, ja. Ja, ja, jetzt könntest du wieder ein Dolch produzieren, ja, so. Ah, Leute, es gibt total Verrückte bei uns. Die meinen, sie können uns hier erpressen. So, jetzt, pass auf. Diplomatische Beziehungen. Dynastie. Ach, ich verklick mich jedes Mal, Mensch. Neutral. Kroski. Nicht Angriffspakt. Das geht schnell. Akzeptiert. Okay, gut. Also jetzt sind wir mit der quasi wieder einigermaßen gut unterwegs. Jetzt haben wir hier wieder einen Cooldown. Also ihr seht, man kann damit... Jemand fordert Schutzgeld von euch. Sag mal. Der Herr schützt euer Gebäude. Du kriegst kein Schutzgeld, du alte Handlampen. Du bist 49? Meinst du, da geht noch was? Da kommen wir, probieren es mal. Keine Müdigkeit vorschützen. Mal schauen, ob noch was geht. Die Rechtsprechung wurde geändert. Wer bist du denn? Soll ich helfen? Ach, die Angelika ist schon erwachsen. Cool. Nö, du, lass gut sein. Da ist der Haubi, da ist der Ludwig. Der ist auch schon groß geworden. 20 mittlerweile. Mhm. Wer ist das? Ego sum, quisum. Der ist Psoffer. Ist mächtig betrunken. Ach, je. Ja, das ist ja super. Respekt. Die volle Festel, der Hobbitze. Wer bist du? Und nun? Die Eva, die pofft auch eine Runde. Und wer pennt da? Die Caroline. Kein Preis. Oh, Caroline hat sehr nachgelassen und hat auch dem Alkohol mächtig gefrönt. Du Schand, was ist denn aus dir geworden hier? Mein Gott, Sodom und Gomorra mit meiner Dynastie hier. Mutation zur Säuferleber. Ach, herrje. Na, servus. Da fällt mir nichts mehr ein. Was ist denn da hinten los? Was ist denn hier bitte los? Wollten die versuchen, mein Gebäude zu sabotieren? Ich hoffe nicht.
Und unser Gebäude wird ja geschützt vom lieben Gott, ne? So. Ich glaub's ja gar nicht. Skandal. Ein Skandal ist das. Ja, weißt du was? Dann machst du ja ein paar Hostien. Wenn du schon nichts Besseres zum Tun hast. So. Was machen wir in der Zwischenzeit? Geld verdienen hoffentlich, ne? Wäre nicht schlecht. Halt. Ich weiß, ich glaube, ich muss hier noch Leute einstellen. Nee, das geht gar nicht anders. Verkauf mal. Immer nur. Ich verkauf mal die ganzen Kekse hier. Nun? Ja, weißt du was, Haube, dann. Ja, dann gehst halt wieder trainieren. Nicht trainieren, sondern arbeiten hier. Machst du hier so einen Kettenpanzer. Was kostet das Upgrade hier? 5000. Boah. Puh. 5000, das ist natürlich schon nochmal eine Hausnummer, gell? 5000, das haut schon rein. Hm. Weiß nicht. Lass ich mal noch offen. 5000 ist schon heftig. Geldbeutel, Tücher. Ja, weißt du was? Tücher haben wir keine mehr. Du machst mal Tücher. Bin dran, jawohl. Dann stell mir noch jemand ein. Ja, gut. Du machst. Bring mir die Geldbeutel so viel nicht. Bin dran. Machst Bauernkleider. Was ist denn jetzt los? Ui, Haubi ist Gildenmeister von Danzig. Oder, nee, nicht. Doch, Gildenmeister von Danzig, tatsächlich. Die Handwerker, cool. Spanische Krone, vier Kirchenglocken, aha. Das ist mir egal, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Blödsinn. Was haben wir hier? Duellhandschuhe, Bürgerkleidung. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, gell? Dass wir jetzt mit der Kleidung anfangen und richtig ordentlich Asche machen. Naja, aber ich glaube, wir werden jetzt erst einmal in Richtung Bauernhof gehen müssen, weil wir müssen schauen, dass wir hier selbst unsere Betriebe mit versorgen können. Weil also dieser Bauernhof, der ist ja sehr, ja, der handelt mal sehr komisch. Also zumindest, was heißt komisch? Er macht nicht das, was wir brauchen. Gut, man ist nicht unbedingt der Fehler vom Bauernhof, gell, aber trotzdem. Was ist das jetzt hier? Schau ich das mal an. Da hat jemand eine zweite Kirche aufgemacht, evangelische Kirche. Das ist ja sehr sinnvoll. Wir haben hier einen Dom, wir haben dahinter nochmal eine evangelische Kirche. Das verstehe wer will, ich tue es nicht. Extreme Konkurrenz hier am Start. Wie sieht es aktuell aus mit den Gläubigen? 54% immer noch. Eines eurer Kinder kann eingeschult werden. Ja, so ein Glück, die Isabel. Ach ja, komm, was sollst du? Du sollst auch nicht leben wie ein Hund, gell? Mittlerweile können wir es uns leisten, Familie. Wo ist die Isabel? Hallo. Hallo. So, viel Spaß in der Schule mit deiner Schultüte. Hallo. Hallo. So, was macht denn unsere Dynastie eigentlich? Wie sieht denn die aus? Der Stammbaum. Ganz oben Haubi und Caroline. Angelika, Anne und Ludwig. Die Anne ist verheiratet mit Carol. Die haben die Isabella. Und der Vincent ist mit der Eva verheiratet. Und die haben den Craft. Mein Gott. Ja, der Stammbaum füllt sich. Der Kirchenzehnt wurde geändert. Der Stammbaum füllt sich definitiv. Wieso Kirchenzehnt? Was ist hier los? Der traut sich was. Der Bischof in Hamburg hat einfach den Kirchenzehnt erhöht. Skandal. So. Du machst dich jetzt mal auf. Ihr müsst zum Gericht. Ja, schnell dahin nämlich. Zum Gericht, weil wir haben ja schließlich den Kollegen verklagt. Und wie diese Kiste ausgeht, wie die Gerichtsverhandlung ausgeht, ob wir uns durchsetzen, ob wir den anderen bis aufs Blut verklagen werden, diesen kleinen Raubritter, das, liebe Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge hier von Let's Play die Gilde 2 Gold Edition. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus!